Die Stiftungslandschaft ist lebendig und vielfältig und sie bietet viele Formen des Engagements. Diese reichen von zweckgebundenen Spenden bis hin zur rechtsfähigen Stiftung. Wir wollen Ihnen heute einen Einblick geben, welche verschiedenen Möglichkeiten es für Ihr Engagement gibt und zeigen, was zu Ihren eigenen Ideen passt. Damit begrüßen wir Sie ganz herzlich zum heutigen Webinar. Und guten Morgen auch an dich, liebe Gerrit. Gerrit Reimann, unsere heutige Referentin. Sie ist Geschäftsführerin im Haus des Stiftens und leitet den Stiftungsbereich. Mein Name ist Sabine Glas-Peters, ebenfalls Haus des Stiftens. Ich schalte mich jetzt aber erst einmal zurück, bin dann später wieder zur Fragenrunde mit dabei. Liebe Gerrit, wir sind gespannt und ich wünsche Ihnen allen einen spannenden Vortrag. Vielen Dank, Sabine. Das ist super. Ich freue mich, Sie alle hier heute herzlich willkommen zu heißen. Wir in München haben jetzt zum Glück Sonne. Ich hoffe, bei Ihnen so langsam auch in diesem trüben November. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema vor uns, Mut zum Stiften. Ich möchte Ihnen heute einen Einblick geben in verschiedene Engagementformen, wo Sie sich verorten können, wo Sie vielleicht auch Akteure aus Ihrem Umfeld verorten können. Vor allen Dingen möchte ich Ihnen aber mitgeben, dass es alles viel einfacher ist als gedacht und vor allen Dingen auch immer Raum für Freude ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der uns hier im Haus des Stiftens wichtig ist. Das Ganze muss authentisch sein und zu Ihnen passen und es darf und soll auch Spaß machen. Ich selber habe das Glück, dass ich seit 16 Jahren Stifterinnen und Stifter bei ihrem Engagement begleiten darf, von den ersten Ideen, eben vom Engagement, von der Förderung bis hin zu, wie institutionalisiere ich, wie kriege ich meine Gedanken irgendwie aufs Papier und was erreiche ich auch an Wirkung und wo ist meine Vision, wie kann ich mich verorten. Da darf ich begleiten. Ich mache das mit viel Herzblut und möchte Sie da auch ein bisschen anstecken, sich mitzuverorten. Ich denke, viele von Ihnen sind in gemeinnützigen Organisationen engagiert und wissen genau, wovon ich spreche. Wir haben in all dem, was Engagement ist, eine große Vielfalt an verschiedenen Rechtsformen, an verschiedenen Einbringungsmöglichkeiten. Dazu gehören ganz viele Fachbegriffe. In steuerlich, gemeinnützigkeitsrechtlichen Themen, die alle miteinander verzahnt sind und miteinander wirken, für die es auch jeweils gute Experten gibt. Wir wollen heute ein bisschen reingucken und ich sag mal diese bunte Bubble, die Sie hier sehen, ein bisschen sortieren und verorten. Wichtig für mich ist, oder ich bin neugierig, was Ihre Motivationslage ist. Interessieren Sie sich A oder erstens persönlich für das Thema Stiftungen oder Engagement oder für eine konkrete Person in Ihrem Umfeld? Oder drittens, möchten Sie sich mit Ihrer Organisation zum Thema Stiftungen informieren? Ich sage jetzt mal als neue Ausrichtungsform, als Angebot für Engagierte, als Spenden- und Fundraising-Tool. Da freue ich mich über Ihre Rückmeldungen. Ja, und Sie sehen das blaue Umfragefenster und können gerne dort antworten. Sollte etwas anderes zutreffen, natürlich immer gerne auch eine Nachricht hier im Chat. Und vielen Dank, die meisten haben auch schon geantwortet. Wir warten noch ganz kurz, dann zeige ich Ihnen alle die Ergebnisse. Geht auch in eine ziemlich eindeutige Richtung. Vielen Dank. Ich schließe die Umfrage und zeige Ihnen die Ergebnisse. Und zwar sagen 54%, sie interessieren sich persönlich für das Thema. 46% möchten sich für ihre Non-Profit-Organisation informieren. Und 0% waren für konkrete Personen im Umfeld. Und wir haben noch einen Kommentar hier, und zwar geht es um die Gründung einer Bildungsstiftung. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen. Das hilft mir, das ganz gut zu verorten. Beide Themen ergänzen sich sehr gut, das persönliche Engagement und aber auch das, wie kriege ich persönliches Engagement von Dritten näher an meine Organisation über das Thema Stiftungen.
Wir gehen weiter. Ich möchte Ihnen heute zum einen die Formen des Engagements oder verschiedene Formen des Engagements vorstellen. Wir nehmen einen kurzen Blick in die Stiftungslandschaft. Wie sieht das überhaupt aus? Was gibt es da? Ist das in aktuellen Zeiten, gibt es da weiterhin steigende Zahlen oder stetige Weiterentwicklung oder ist es vielleicht auch rückläufig? Dann gucken wir kurz in Rechtsformen. Da als kurzer Überblick und Abriss. Keine Angst, wir gehen nicht in tiefe Paragraphen der Abgabenordnung, einfach nur, damit es greifbar ist. Und dann, Gerrit, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Da ist noch das blaue Fenster bei mir sichtbar. Ich glaube, bei den anderen auch. Das scheint zu hängen. Vielleicht geben Sie mir ganz kurz Rückmeldung, was Sie sehen. Es ist wahrscheinlich nicht der Inhalt. Ich sehe jetzt die Agenda. Ja, die Teilnehmer sehen auch das blaue Fenster und die Umfrage. Vielen Dank dafür. Sonst gehst du vielleicht noch mal ganz kurz raus und dann blenden wir noch mal die Präsentation ein. Sieht man jetzt die Präsentation? Nee. Ich gebe dir gerade nochmal neu die Rechte. So, dann ist es gerade nochmal. Ja, jetzt ist da. Ja, so, passt. Jetzt Dankeschön. Müssen wir alle sehen. Jetzt sehen wir alle die Agenda. Danke. Danke, Sabine. Wir waren in der Agenda. Sie hatten ja auch gehört, da wollen wir einfach nur kurz durchgehen. Ich war bei Punkt 4, die wichtigste Frage bei all dem, was da kommt, was passt denn zu meinem Engagement, zu meinen Ideen? Dann wollen wir uns angucken, wie kann ich den Prozess für mich gestalten und ziehen am Schluss ein gemeinsames Fazit. Ich gebe Ihnen abschließende Hinweise noch, wo Sie sich weiter informieren können, wo Sie sich verorten können, was vielleicht auch schöne Impulse geben kann, um sich da oder mit anderen auf den Weg zu machen. An Formen des Engagements kennen Sie alle die ganz normale Spende, entweder einmalig, jährlich, quartalsweise, situativ zu bestimmten Anlässen oder auch dauerhaft in einer Regelmäßigkeit. Ganz verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten. Ich gehe jetzt hier nicht auf das Thema Sach- oder Aufwandsspenden ein. Rein, wir sind bei finanziellem Engagement erstmal an der Stelle, mit der Sie im Endeffekt entweder ein konkretes Thema fördern oder auch der Organisation mitgeben, ihr wisst am besten, was mit meiner Spende aktuell zu tun ist. Demgegenüber aber auch die zweckgebundene Spende, wo Sie ganz konkret festlegen, für den und den Neubau einer Einrichtung oder für ein konkretes Anliegen oder für Nothilfethemen. Das kann ich mitgeben über den Verwendungszweck, heißt dann aber für die Empfängerorganisation auch, dass dieses Geld nur so verwendet werden kann. Das ist auf der einen Seite von Vorteil und eine Sicherheit für den Spender, die Spenderin, auf der anderen Seite manchmal auch überfordernd für Organisationen. Wir erinnern uns alle an die Tsunami-Katastrophe in Südostasien. Dort sind so viele Spenden zweckgebundener Art eingegangen, dass Organisationen dann sehr überfordert waren und auch an die Grenzen des Machbaren kamen, dauerhaft die Spenden dafür einzusetzen. Es wurde dann auch teilweise umgewidmet. Man findet aber auch immer gute Lösungen. Als nächster Schritt, fernab der Spenden, die heute eingesetzt werden und in zeitnaher Umsetzung eben sich wiederfinden sollen, gibt es die Zustiftungen. Zustiftung ist nichts anderes als eine Spende oder eine Gabe in ein zu erhaltenes Kapital einer Stiftung, also ein Grundstockkapital. Ich gebe dort etwas rein. Dieses Geld wird in der Regel nicht für direkte Projekte verwendet, sondern nährt sich im Endeffekt und aus diesen Erträgen kann ich wiederum Projekte fördern. Anders ist es bei der Zustiftung in ein Verbrauchskapital. Sie kennen das vielleicht schon oder haben das schon mal gehört. Es gibt die Stiftungsform. Ich komme später auch nochmal darauf zu sprechen, nicht nur in ihrer ureigenen alten Form des festen Kapitalerhalts, sondern auch in einer Verbrauchsvariante. Da habe ich steuerlich eine andere Abzugsfähigkeit wie eine Gabe in ein festzuerhaltenes Kapital. Wenn ich in ein Verbrauchskapital gebe, habe ich ähnlich wie bei der Spende den normalen Steuerabzug. Darüber hinaus, neben Spenden und Zustiftungen, die ich an andere gebe,
haben wir das Thema die eigene Organisation, den Verein, die Stiftung, die GmbH, ähnliche Formen. Und da wollen wir heute genauer hingucken. In der Stiftungslandschaft haben wir nach wie vor seit vielen, vielen Jahren ein stetiges Wachstum an rechtsfähigen Stiftungen. Zum Beispiel können Sie hier, gucken gleich nochmal rein, gab es über 700 Stiftungen im Jahr 2020, die neu errichtet wurden. Im Jahr 2021 sogar 863. Auch im Jahr 2022 sind wir da bei ähnlichen Zahlenstand heute, sodass wir aber auch zum 31.12.21 in Summe in der gesamten Bundesrepublik 24.650 rechtsfähige Stiftungen verzeichnen können. Über 80% dieser rechtsfähigen Stiftungen werden zunächst mit einem Vermögen von unter 1 Million Euro errichtet. In Verbrauchsvarianten oder auch in stetigem Erhalt. Beides ist vertreten. Die Verbrauchsvarianten nehmen zu, kann man an der Stelle sagen. Was man aber nicht beziffern kann, ist die Zahl der Treuhandstiftungen, weil es dafür kein festes Register gibt, oder die weiteren Stiftungsformen wie Stiftungsfonds oder Projektfonds. Hier sehen Sie nochmal eine Tabelle oder eine Übersicht, ein Diagramm zur Entwicklung der rechtsfähigen Stiftungen in Deutschland. Angefangen 2001 bis 2021 können wir feststellen, dass in den letzten 20 Jahren ein deutlich stetiges Wachstum stattgefunden hat. Unabhängig von Finanzmarktkrisen, Bankenkrisen, alles, was in Deutschland oder der Welt passiert ist, hat auf diese Anzahl oder das stetige Wachstum keinen Einfluss genommen. Hier auch nochmal eine Übersicht. Diese Stiftungen, die errichtet werden, teilen sich in verschiedenste, ich sag's mal, Volumengrößen auf, die das Kapital betreffen. Sie sehen, dass 2,9% der Stiftungen einen Kapitalstock von 10 Millionen oder mehr aufweisen, aber auch 36,3% mit einem Kapital von unter 100.000 Euro errichtet wurden. Heutzutage, eine Anmerkung an dieser Stelle, ist eine Stiftungserrichtung von einer rechtsfähigen Stiftung unter einem Kapital von 100.000 Euro fast nicht mehr möglich. Sie werden bei den Stiftungsaufsichten da keine großen Schritte machen können. Hier zum Beispiel Regierung von Oberbayern in München schreibt ein klares Kapital von mindestens 200 oder 250.000 aus. Immer natürlich in Abhängigkeit der Satzungszwecke. Wir gehen weiter. Wichtig finde ich heute, auch Ihren Kenntnisstand mal kurz einen Blick drauf zu kriegen. Wie ist Ihr Wissensstand? Ich habe absolut keine Ahnung von Stiftungen, bin da Newcomer in dem Thema oder ich habe hin und wieder mal Berührungspunkte zu Stiftungen und weiß, wie das so ungefähr funktioniert. Oder auch der dritte Punkt, ich bin total sattelfest und ich kenne die verschiedenen Möglichkeiten des stifterischen Engagements. Da bin ich neugierig auf Ihre Rückmeldung. Genau, und auch hier wieder das blaue Fenster, das dann hoffentlich auch wieder verschwindet. Und auch hier dürfen Sie gerne Ihre Kommentare im Chat schreiben. Und die meisten haben schon geantwortet. Vielen Dank dafür. Und damit zeige ich Ihnen auch hier die Ergebnisse. 67% haben hin und wieder Berührungspunkte. 19% sagen, sie sind sattelfest zum Thema und 15% haben keine Ahnung von Stiftungen. Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Finde ich super interessant. Ich hoffe, dass die, die sattelfest sind, vielleicht noch den einen oder anderen Kniff mitnehmen können oder den einen oder anderen Tipp und Hinweis. Und die, die keine Ahnung haben, sich so ein bisschen wiederfinden können und die, die Berührungspunkte haben, auch noch Ergänzung zu ihrem Wissen haben können. Wir gucken mal dahin, was es für Rechtsformen gibt. Wir unterscheiden in der Stiftungslandschaft die rechtsfähige Stiftung, die Treuhandstiftung, den Stiftungsfonds oder Projektfonds und für alle drei gleich geltend die Verbrauchsstiftung. Was bedeutet das und wie sind diese unterschiedlichen Formen eigentlich aufgestellt? Wie funktionieren sie? Da möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick geben. Wir fangen mit der rechtsfähigen Stiftung an, groß und gestaltend. Die rechtsfähige Stiftung ist eine eigene Rechtsperson. Die Anerkennung geschieht durch die jeweilige Stiftungsbehörde des Bundeslands. Da erwarten wir ja auch nochmal große Anpassungen und Vereinheitlichungen mit der neuen Stiftungsrechtsreform. Parallel erfolgt die Anerkennung durch das jeweils zuständige Finanzamt. Die Mindestausstattung liegt
in Abhängigkeit des Stiftungszwecks, aber auch, muss man sagen, in Entscheidungsgewalt der jeweiligen Stiftungsbehörde zwischen 200 und 500.000 Euro. Ich habe hier als Grundlagen das Stiftungsgeschäft und die Stiftungssatzung. Beide enthalten alle wesentlichen und relevanten Informationen zur Ausgestaltung, zur Gremienbesetzung, zur Zweckverwirklichung, zum Umgang mit dem Vermögen oder mit den Umschichtungsgewinnen, die Aufgaben der jeweiligen Gremien und auch wie Entscheidungen getroffen werden. All das ist in diesen beiden Dokumenten fest geregelt. Ich kann mit der rechtsfähigen Stiftung alles machen. Alles natürlich, was gemeinnützigkeitsrechtlich in Ordnung ist. Genauso natürlich auch eigene Zweckbetriebe oder wirtschaftliche Geschäftsbetriebe aufbauen. Ich kann meine Mittelverwendung durch eigene operative Projekte umsetzen. Ich kann fördernd tätig sein, indem ich mit anderen gemeinnützigen Organisationen zusammenarbeite. Ich kann im Inland sowie auch im Ausland fördern oder auch die direkte Einzelfallförderung vorantreiben im Bereich der Mildtätigkeit. Ich habe auf der einen Seite, Sie merken das auch, viel Handlungsspielraum. Ich bin mit meiner eigenen Rechtsperson juristisch sattelfest und kann alle Verträge zeichnen. Ich bin selbst entscheidend. Ich habe vielleicht in meinen Gremien ein beratendes Gremium, manchmal auch ein mit dem Vorstand weiteres Entscheidungsgremien, ein Stiftungsrat, ein Kuratorium. Aber mit dieser Rechtsform kann ich selber alles machen. Da steht mir eigentlich rechtlich nichts im Wege. Diese rechtliche Selbstständigkeit hat aber auch Nachteile an dem Punkt. Die rechtsfähige Stiftung ist etwas, was ich sehr stark sichere. Mit dem Zeitpunkt der Entscheidung des Stifters, der Stifterin und mit allen Entscheidungen, die getroffen werden, habe ich etwas festgeschrieben, was sich zukünftig sehr schwer ändern lässt. Ich kann zukünftige Satzungsänderungen vornehmen. Das ist aber durchaus auch keine leichte Übung mit den jeweiligen Stiftungsaufsichten, weil hier gilt der Stifterwille oder der Stifterinnenwille zum Zeitpunkt der Gründung. Auch wenn ich selber die Stiftung errichtet habe, 10 Jahre oder 5 Jahre später, sage ich, ich möchte das aber eigentlich ganz anders. Kann ich nicht alles wieder in Frage stellen oder alles ändern und vor allen Dingen kann ich auch nicht auflösen. Es gibt jetzt seit einigen Jahren Themen, dass ich feste oder rechtsfähige Stiftungen mit zu erhaltenem Kapital in Verbrauchsstiftungen umwandeln kann, weil aufgrund der Finanzmarktsituation zu wenig Erträge erwirtschaftet werden, die Stiftungskapitalstöcke zu klein sind. Eine Auflösung kommt nicht in Frage, aber Umwandlung in Verbrauchsmöglichkeiten sind gegeben. Aber alle Absprachen zu nachträglichen Veränderungen sind an der Stelle zeit- und kostenintensiv. Wir haben damit die große rechtsfähige Stiftung besprochen, die Treuhandstiftung. Das ist so ein bisschen wie, kann man sich vorstellen, die Muttergesellschaft, die rechtsfähige Stiftung und die Treuhandstiftung als Tochter oder als kleine Schwester ist ein flexibles und förderndes Instrument. Ich bin rechtlich nicht selbstständig, ich bin rechtlich unselbstständig und ich werde bei einem Treuhänder, den ich mir suchen muss, als Sondervermögen betrachtet. Der Treuhänder an der Stelle kann eine Privatperson sein, kann eine GmbH sein, eine GGmbH, kann eine rechtsfähige Stiftung sein. Ich würde an der Stelle sehr für das Thema rechtsfähige Stiftung plädieren, weil ich damit mit meiner Treuhandstiftung unter ein Dach schlüpfe, was nicht auflösbar, nicht angreifbar ist, was mir die größtmögliche Sicherheit an Treuhänder unter der Masse an Treuhändern geben kann. Die Anerkennung erfolgt durch das Finanzamt, durch das jeweils zuständige Finanzamt des Treuhänders. Zur Mindestausstattung gibt es verschiedene Maßgaben. Es gibt Finanzämter, die akzeptieren Stiftungserrichtungen ab 10.000 Euro, aber im Bundesgebiet kann man eigentlich sagen, in der Regel kann Treuhandstiftungen ab 25.000 Euro errichtet werden. Hier eine kleine Anmerkung von meiner Seite. Wenn Sie in der Beratung sind oder auch sich selber mit dem Gedanken beschäftigen, eine eigene Treuhandstiftung zu errichten, von den 25.000 Euro Kapital, die ich einbringe, das, was ich daraus an Erträgen ziehe, ist nicht ausreichend, um satzungsgemäß tätig sein, um vielleicht auch Verwaltungskosten zu tragen. Da muss von vornherein klar sein, da braucht es weitere Spenden von entweder mir selber oder anderen Akteuren. Die Treuhänder hatte ich angesprochen. Als Dokumente habe ich im Vergleich zur rechtsfähigen Stiftung hier eine Stiftungssatzung auch und den Treuhandvertrag. Der Treuhandvertrag zwischen mir als Stifterin und meinem zukünftigen Treuhänder.
Wichtig ist hier, dadurch, dass ich keine eigene Rechtsperson bin, kann ich nur fördernd tätig sein, weil ich sonst bei alledem, wenn ich operativ zum Beispiel eine Veranstaltung anbiete, dann haftet immer mein Treuhänder. Es gibt Verabredungen zwischen Treuhandstiftungen und Treuhändern, dass der Treuhänder das billigt, diese Haftung auch trägt, aber in der Regel, das kennt man von sich selber, man möchte ungern die Haftung für etwas übernehmen, was man selber nicht in der Hand hat. Deswegen beziehen sich die meisten Stiftungen, Treuhandstiftungen wirklich auf eine fördernde Tätigkeit. Ich kann das aber im Inland genauso wie im Ausland machen. Im Ausland suche ich mir NGOs als Projektpartner oder entsprechende Akteure und ich kann aber genauso gut auch direkte Einzelfallmaßnahmen fördern. Nochmal kurz summa summarum zusammengefasst. Keine Durchführung eigener operativer Projekte. Ausnahmen gibt es natürlich immer. Es ist aber auch eine einfache und schlanke Struktur, die ein hohes Maß an Flexibilität mitbringt. In der Beratung erlebe ich die Treuhandstiftung oft als Einstiegsmodell, um sich mit dem Stiftungswesen so ein bisschen fühlig zu machen, sich da einzufinden, zu verstehen, wie die Systeme funktionieren oder Strukturen möglich sind, was darf ich fördern, was kann ich, wo gibt es vielleicht auch Grenzen. Und die Treuhandstiftung kann ich jederzeit verändern. Ich kann Stiftungszwecke verändern, ich kann auch tatsächlich den Namen verändern, ich kann Gremien verändern, ich kann aber auch umwandeln in eine rechtsfähige Stiftung, in eine gemeinnützige GmbH oder sollte sich in meinem Leben alles anders gestalten, dann kann ich auch auflösen. Auflösen heißt aber nicht, dass ich das Geld zurückbekomme, sondern das Geld, was ich einmal in meine Stiftung eingelegt habe, verbleibt in der gemeinnützigen Welt und geht dann an eine andere benannte gemeinnützige Organisation oder mehrere Organisationen. Aber flexibel, schlank, ich finde es ein sehr gutes Modell, um einfach sich wirklich auch vertraut zu machen. Und für viele reicht die Treuhandstiftung auch aus. Es gibt noch eine kleinere Form, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, der Stiftungsfonds oder Projektfonds. Stiftungsfonds an der Stelle angemerkt, das ist nicht das Vermögensanlagesubjekt, sondern wir sind hier bei den rechtlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten in der Stiftungslandschaft. Für den Stiftungsfonds gibt es zwei Varianten. Einmal als Zustiftung in das Vermögen einer anderen gemeinnützigen Stiftung eingebracht, also als eine zweckgebundene Zustiftung. Ich gebe ein Beispiel. Ich gebe 100.000 Euro an eine andere gemeinnützige Stiftung und die Erträge von meinen eingebrachten 100.000 Euro sollen immer für eine bestimmte Hospizeinrichtung in meinem Umfeld gespendet werden. So ist mein Vermögen gekapselt mit zweckgebundenen Erträgen für das von mir benannte Projekt, also mein Stiftungsfonds, meine 100.000 Euro, vielen in Fällen auch möglich, den eigenen Namen noch mitzugeben. Aber hier habe ich in der Regel nur eine Förderung in Deutschland und eine Förderung an gemeinnützige Organisationen gedacht. Und hier lebe ich in der Variante A nur von den Erträgen. So ein bisschen vergleichbar wie die beiden Stiftungsformen. Ich bringe Kapital ein und lebe mit den Projektförderungen aus den Erträgen. Variante B sieht anders aus. Da gebe ich eine zweckgebundene Zuwendung an eine gemeinnützige Organisation und zwar als nicht zeitnah zu verwendende Spende. Jede normale Spende, die Sie an eine gemeinnützige Einrichtung in Deutschland tätigen, unterliegt dem Gebot der zeitnahen Mittelverwendung. Sie müssen hier, also in der Regel muss der Betrag, den Sie geben, in 3 Jahren aufgebraucht werden. Mit dem neuen Jahressteuergesetz von 2020, Ende 2020 wurde diese Regelung ein bisschen aufgehoben, aber trotzdem können Sie sicher sein, dass wenn eine Spende von 5.000 Euro getätigt wird, dass die auch in den 3 Jahren eigentlich ausgegeben wird. Der Stiftungsfonds hier, ich mache das Beispiel, ich gebe meine 100.000 Euro als zweckgebundene Zuwendung rein. Das ist mein Gerrit Reimann Stiftungsfonds. Dann kann ich nicht nur aus den Erträgen meine Projekte fördern, sondern wie eine kleine Mini-Verbrauchsstiftung aus den 100.000 Euro auch meine Projekte umsetzen. Stiftungsfonds sind sehr, sehr breit aufgestellt zu ihrer Mindestausstattung, möglich ab 5.000 Euro. Es gibt aber auch Stiftungsfonds, die ab 200.000 Euro errichtet werden dürfen. Da ist der jeweilige Dachträger entscheidend und maßgebend. Es gibt hier keine Satzung, sondern es gibt nur eine Vereinbarung. Das ist in dem Punkt auch kein rechtsgültiges Geschäft.
Nochmal zur Zusammenfassung. Ich fördere andere gemeinnützige Organisationen. Ich kann aber auch selber entscheiden, an wen das geht. Der Projektfonds ist nochmal eine kleine Variante. Da kann ich das zwar auch, aber ist festgelegt immer nur an dieses Projekt. Wir kennen den Stiftungsfonds im Haus des Stiftens so, da kann ich wählen zwischen verschiedenen Organisationen unterjährig. Der Projektfonds hat ein festes Projekt. Aber hier entscheiden auch die jeweiligen Trägerorganisationen, wie sie in die konkrete Ausgestaltung gehen wollen. Ist die einfache und schlanke und kleinstmögliche Struktur schnell aufgesetzt, wenn direkter Bedarf ist, in der Regel auch zum Sammeln von Spenden für aktuelle Projekte oder Themen. Jetzt haben wir uns die drei Stiftungsformen ein bisschen angeguckt und über alle diese Varianten, vor allen Dingen die Rechtswegestiftung oder auch die Treuhandstiftung, können wir das Thema Verbrauch legen. Verbrauch oder Aufbrauchstiftung, beides ist gleich, ist ein anderer Name, ist eine sehr variable Form, erfreut sich mehr und mehr Beliebtheit, ist aber auch ein vergängliches Thema. Hier habe ich nicht diesen ursprünglichen Stiftungsgedanken, bringe Kapital ein und sichere das unendlich bis ewige Zeit nach mir. Hier ist es so, dass die Verbrauchsstiftung ihr Kapital eben für den Stiftungszweck einsetzen darf. Sie besteht so lange, wie es vom Stifter oder von der Stifterin gewünscht wird, Minimum aber 10 Jahre. Es gibt ganz, ganz verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten. Es gibt aber auch ganz verschiedene Themen, wie ich prozentual oder fester Betrag pro Jahr ausgeben darf. Ich kann aber auch sagen, ich habe einen festen Kapitalerhaltsbestandteil und daneben auch einen Verbrauchsanteil. Auch hybride Formen sind möglich. Ich kann das schon mit dem Neugründen meiner Stiftung festlegen. Ich kann aber auch mit einem festen Kapitalerhalt starten und später ein Verbrauchsvermögen hinzuführen. Es gibt bei den Stiftungsformen einen Unterschied. Bei der rechtsfähigen Stiftung lege ich, wenn ich neu gründe und eine Verbrauchsstiftung gründe, lege ich ein konkretes Beendigungsdatum fest. Bei der Treuhandstiftung ist das nicht erforderlich. Diese Variante, hatte ich gesagt, erfreut sich mehr und mehr Beliebtheit aus zwei Gründen. Zum einen, weil Geberinnen und Geber sagen, ich möchte heute handeln, ich möchte jetzt handeln. Wir wissen überhaupt nicht, was in 100 Jahren noch erforderlich ist. Und wenn wir Dinge nicht jetzt verändern oder nicht jetzt in die Wirkung bringen, brauchen wir es dann vielleicht gar nicht mehr oder ganz anders. Und es ist auch ein Thema, wenn man sagt, ich möchte, dass mein Engagement zeitlich begrenzt ist. Vielleicht nach meinem Ableben noch 20 Jahre und dann ist auch okay und dann habe ich wirklich was umgesetzt. Also die Verbrauchsstiftung liegt auf der Treuhandstiftung und auf dem Thema der rechtsfähigen Stiftung. Beide Varianten sind gestaltbar. Steuerliche Aspekte in ganz kurz. Ich hatte es am Anfang schon mal angesprochen. Zuwendungen oder vor allen Dingen Zustiftungen von bis zu 1 Million Euro in das Grundstockvermögen einer gemeinnützigen Stiftung können in einem Zeitraum von bis zu 10 Jahren individuell steuerlich geltend gemacht werden. Man nennt das auch Sondersteuerabzug. Ich kann den vortragen, ich kann damit spielen. In dem Jahr so viel, in dem anderen Jahr so viel. Da ist Ihr persönlicher Steuerberater oder Sie selber, wenn Sie da affin sind, können das nach Belieben gestalten, bis zu 1 Million Euro. Demgegenüber kann ich die Spende, wenn ich sie im Jahr 2022 einbringe, nur im aktuellen Jahr bei meiner Steuererklärung geltend machen oder dann im Endeffekt entsprechend das, was übrig ist, was ich nicht bei dieser Steuererklärung geltend machen konnte, für die kommenden Jahre vortragen, aber hier kein Handlungsspielraum, sondern es wird einfach immer nur der Differenzbetrag vorgetragen. Das Thema Erbschaftssteuer ist ein wichtiges. Die Erbschaftssteuer kann ganz oder teilweise entfallen, wenn Erbe oder Vermächtnisnehmer innerhalb von 24 Monaten nach dem eingetretenen Erbfall das Kapital ganz oder auch teilweise in eine neue Stiftung einbringen oder daraus eine neue Stiftung errichten oder auch in eine bestehende Stiftung in den Kapitalerhalt einbringen. Da ist eine Rücksprache mit dem Steuerberater immer sinnvoll. Dieses ganz oder teilweise ist mir klar, dass das natürlich ein breites Feld ist, aber kommt immer auf Ihre eigene steuerliche Situation an. Wichtig ist, man hat wirklich auf den Tag nur diese 24 Monate Zeit. Ein in den letzten Jahren neu hinzugekommenes Thema ist die GGmbH. Etwas
ein Konstrukt, was sich auch immer mehr Beliebtheit erfreut, weil es im Gegensatz zur rechtsfähigen Stiftung ein deutlich flexibleres Konstrukt ist. Ich Veränderungen vornehmen kann, ich aber trotzdem die Rechtsfähigkeit habe. Die GGmbH ist im Endeffekt das gemeinnützige Pendant zur normalen GmbH. Hier verschränkt sich Gemeinnützigkeits- und Gesellschaftsrecht. Die Eintragung oder Anerkennung erfolgt auf der einen Seite beim Handelsregister und dann auch beim Finanzamt. Ich kann auch eine GmbH, also der erste Schritt ist, ich errichte eine GmbH und kriege dann die Anerkennung für die Gemeinnützigkeit. Die Mindestausstattung, wie bei der GmbH auch, sind 25.000 Euro. Grundlegende Dokumente sind mein Gesellschaftsvertrag und meine Satzung. Ich kann wie bei der rechtsfähigen Stiftung auch alles machen, von eigenen operativen Projekten über Auslandsförderungen bis hin zu Einzelfallförderungen. Ich habe ein maximales Maß an Flexibilität und einen größtmöglichen Handlungsspielraum. Aber der Unterschied ist zu den Stiftungsformen, der Sondersteuerabzug, den ich bekomme oder ein Dritter bekommt, wenn er in mein Kapital oder ich in mein Kapital zustifte, der entfällt bei der GGmbH. Die Wertung ist hier wie eine Spende, auch wenn es, Sie haben das vielleicht schon mal gehört, Sonderformen wie Stiftungs-GGmbH oder auch jetzt kommt neu oder ist neu gekommen, gebundenes Kapital. Diese Wertung ist aktuell genauso wie eine Spende. Jetzt gibt es vor Ihnen liegend ganz verschiedene Formen. Wichtig ist ja eigentlich, was passt zu Ihnen? Wie nähert man sich diesem Thema? Was brauche ich eigentlich? Ich komme immer wieder zu dem Schritt, wir müssen das Pferd von hinten aufzäumen. Ich möchte mir vorher überlegen, was soll das mein Konstrukt, was ich mir da verspreche, eigentlich später können. Ich muss nicht den 5-Jahres-Businessplan machen, aber ein Wunschszenario, was für Projekte möchte ich machen? Wie viel Handlungsspielraum möchte ich haben? Wie viel auch Entscheidungskompetenz will ich für mich haben? Das gilt es alles zu betrachten. Wir nehmen nochmal einen Blick gemeinsam rein. Wichtig ist an der Stelle, das geht alles einfach und eben, ich will es nochmal sagen, es darf Freude machen. 3 Punkte sind zu beachten. Ich fange mit dem ersten Punkt an, Förderungen. Zu gucken, für welche Themen und Zwecke möchte ich mich einsetzen. Bedarf gibt es, wie Sie alle in den Non-Profit-Organisationen am besten wissen, an allen Ecken und Enden, national wie international, aber trotzdem zu gucken, was möchte ich? Was sind Themen, die mir am Herzen liegen, wo ich vielleicht eine berufliche Verbindung dazu habe oder ein Interessensgebiet, vielleicht auch ein Thema in der Familie oder im Freundeskreis oder wo, sage ich, gesellschaftstechnisch denke ich, brauchen wir jetzt alle Kapazität auf dieses Thema gesetzt. Möchte ich mich selber engagieren? Möchte ich ein Projekt selber aufbauen oder möchte ich eigentlich das mit jemandem anderen machen, der die operative Projektführung hat? Gebe ich Geld, gebe ich Zeit, gebe ich Know-how, zu verorten, wo sehe ich mich in meiner Fördertätigkeit, wie viel Nähe, wie viel Distanz. An der Stelle, ich komme später nochmal drauf zu sprechen, gibt es einen sehr tollen Leitfaden, weniger ist mehr für Förderstiftungen, die gerade dieses Augenhöheverhältnis zwischen geldgebender Institution oder Geldgeberin und empfangender Institution auch aufgreifen. Dazu gucken, was ist mein Wunschbild? Wie viel Entscheidungskapazität, Entscheidungskompetenz bringe ich ein? Bin ich jemand, der wirklich die Projekte von der Pike auf koordiniert? Vielleicht auch eigene Angestellte, Angestelltinnen haben? All das ist wichtig vorher festzulegen, weil dann im Endeffekt entschieden kann, und welche Rechtsform brauche ich dafür? Der zweite Punkt neben den Förderungen ist das ganze Themengebiet Vermögen und Mittel. Welche finanziellen Mittel möchte und kann ich einbringen? Vielleicht aber auch schon jetzt, vielleicht auch erst später. Gerade bei dem Thema Testament, Nachlassabwicklung empfehle ich gerne, zu Lebzeiten zu gründen, um noch etwas erlebbarer zu machen, um noch mitzugestalten, damit die, die nach mir meine Stiftung oder meine Stiftungsform weiterführen, auch ein Mehrbild dazu haben können, was mir genau am Herzen lag. Oder auch genauer zu gucken, wie funktioniert das, wie viel, damit ich eine Sicherheit für mein Testament bekomme. Da auch das Thema, was wir vorhin hatten, Aufbrauch oder zu erhaltendes Kapital. Möchte ich jährlich selbst an meine Stiftung spenden
Um mehr Flexibilität zu haben, werden viele Organisationen mit einem Mindestkapitalstock errichtet und Stifterinnen und Stifter geben jährlich einen freien Betrag an Spendereien. Anders als von vornherein zu sagen, ich gebe ganz viel meines Vermögens ab und lasse die Stiftung aus ihren Erträgen wirtschaften, weil ich vielleicht aufgrund meiner persönlichen Situation noch Rücklagen brauche. Da der nächste Punkt, möchte ich Spenden sammeln oder möchte ich das eigentlich nur für mich, ich alleine, ich in meinem Familienkreis, im Freundeskreis machen oder eben ein großes Fundraising-Rad drehen. Der dritte Punkt neben den beiden bereits genannten ist die Ausgestaltung. Heute zu Lebzeiten oder erst nach mir, ich alleine oder ich mit vielen anderen. Wen könnte ich mir als Partner gut vorstellen, als Partnerorganisation? Wen habe ich vielleicht schon auch in meinem Alltag bis jetzt gefördert? Wo habe ich vielleicht Gespräche geführt? Und auch wie flexibel möchte ich auch unterjährig sein? Heute überlege ich mir, eine Veranstaltung zu machen. Morgen möchte ich fördernd tätig sein, damit ich aus diesem breiten Spektrum im Endeffekt auf alles zugreifen kann, zu jedem Zeitpunkt, ist Flexibilität ein wichtiger Punkt. All diese Themen, Förderungen, Vermögen, Mittel, Ausgestaltung sind entscheidend. Und je nachdem, was Sie da für sich festlegen, welche Prioritäten Sie wählen, welche Fokusthemen Sie identifizieren, dann passiert erst der zweite Schritt, wo man gucken kann, was passt denn zu mir, was passt zu der Organisation, wie kriege ich alle Wünsche, die ich habe. Vielleicht muss ich auch an mancher Stelle Kompromisse eingehen, aber welche Organisationsform ist dann das Richtige? Wenn das Thema Kapitalerhalt und Sicherheit ein großes Thema ist, dann bin ich bei der Rechtswegenstiftung. Wenn ich heute starten möchte, aber noch gar nicht so richtig weiß, wie es weitergehen kann und ich nicht absehen kann, was in 2 Jahren, in 3 Jahren ist, dann ist eher das Thema der Treuhandstiftung oder, wenn ich eigene Projekte machen möchte, der GGmbH von Vorteil. Das gilt es abzuwägen und da kann ich Ihnen einfach tatsächlich auch empfehlen, sich auszutauschen und sich mit Experten zusammenzusetzen. Als Prozess habe ich mal definiert, der erste Schritt ist für mich, eigene Gedanken zu machen. Alles mal vielleicht aufzuschreiben, ein Brainstorming, eine Mindmap oder auch, ich bin großer Fan von gelben Klebezetteln überall, bevor es zu Ideen oder wenn es zu Ideenfindung und Konkretisierung kommt. Aber führen Sie Gespräche im Familienkreis, im Freundeskreis, vielleicht auch was zusammenzumachen. Recherchieren Sie, wen gibt es schon? Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Keiner muss das Rad neu erfinden, sondern wirklich zu gucken, da gibt es vielleicht auch schon tolle Organisationen, vielleicht kann ich bei denen einen Beitrag leisten. Die sind in ihrem Zielgruppenthema so gut und sattelfest. Und da einfach diese Möglichkeiten auszuloten. Nehmen Sie Unterstützung in Anspruch an der Stelle. Nichts ist ärgerlicher, wenn man alles aufgebaut hat und dann aber feststellt, für die Umsetzung klappt es eigentlich gar nicht gut. Und das, was ich mal gewählt habe, damit kann ich meine Ideen eigentlich gar nicht umsetzen. Nutzen Sie die Erfahrung von Experten und finden Sie mit denen zusammen passende Strukturen. Lieber am Anfang mehr Zeit und vielleicht auch Beratungszeit, dann auch finanzielle Mittel investieren, auch gerade beim Thema Testament, da kann ich einfach nur noch mal ein Ausrufezeichen dahinter machen, sich da wirklich Zeit zu nehmen und auch beraten zu lassen. Und dann im nächsten Schritt, das eigene Engagement aufzubauen, nichts zu überstürzen, das kommt alles schneller als gedacht, zu wirken, zu fördern, Partnerschaften einzugehen und Partnerschaften zu entwickeln, weil gemeinsam bewegen sie immer mehr. Ich ziehe ein Fazit. Ich kann Sie an der Stelle nur ermutigen, haben Sie Mut zum Stiften. In dieser vielfältigen Stiftungslandschaft gibt es viele Formen. Und es gibt Formen, die kann ich gestalten. Wir nennen das hier im Haus gerne, wir puzzeln ein bisschen. Es muss zu Ihnen passen. Es muss der Mantel, den Sie sich mit der Organisation ansetzen, der muss von Anfang an groß genug sein. Definieren Sie Ihre eigenen Ziele, Ihre Vision und Ihre Bedürfnisse. Was soll das Konstrukt in 2 Jahren im besten Fall können? Wo sehen Sie sich? An welcher Stelle sehen Sie sich? Sprechen Sie mit Menschen, die da schon Erfahrung haben. Tauschen Sie sich aus. Holen Sie sich auch eine gute und sichere Begleitung im Aufbau. Man kann immer Satzungen selber machen. Manchmal gelingt das auch ganz gut. Ich würde Ihnen empfehlen, lassen Sie noch jemanden drüber gucken, der das aus dem FF kann. Und dann das Thema noch
Verantwortung. Wir können und dürfen alle mehr Verantwortung übernehmen. Je größer meine Organisation ist, dann dürfen wir auch mehr Mut haben, mehr Verantwortung zu übernehmen. Haben Sie keine Hemmungen, mit anderen Organisationen ins Gespräch zu gehen? Gesellschaftlich können wir, glaube ich, alle voneinander lernen. Niemand muss neu erfinden, wir können uns ergänzen. Und gerade in der gemeinnützigen Welt, wir arbeiten alle viel an den gleichen Themen, da zu gucken, wie können wir Engagement besser aufbauen, wirkungsvoller gestalten. Wir vertreten da ganz groß den Begriff gemeinsam wirken. Das kann ich Ihnen an der Stelle mitgeben. Schrittweise sich dem Thema zu nähern und auch einfach zu puzzeln. Ich gebe Ihnen noch 4 Broschüren mit auf den Weg, wo Sie auch vieles nochmal nachlesen können, was wir heute besprochen haben. Wir haben Grundwissen-Broschüren oder eine Reihe rausgebracht, Grundwissen zum Thema Stiften, zum Thema Steuer, zum Thema Testament und auch Vermögensanlage. Sie können die auf unserer Internetseite runterladen. Wenn Sie sie in Papierform möchten, schicken wir sie Ihnen auch gerne zu. Wir führen darüber hinaus kostenfreie Orientierungsgespräche zu diesem Thema, wo verorte ich mich? Wo kann die Reise hingehen? Was ist rechtlich vielleicht möglich? Was ist realistisch? Oder wo gibt es vielleicht auch schon Akteure, die etwas Ähnliches machen? Kommen Sie da gerne an der Stelle auf uns zu. Ganz spannende Hinweise möchte ich Ihnen noch geben. Es gibt weniger ist mehr. Ich hatte es vorhin mal kurz angesprochen. Ein Werkzeugkasten für moderne Förderstiftungen. Sehr lesenswert. Impulse Stiften, der Web-Talk aller 2 Wochen für Menschen, Stiftungsmenschen, die in Stiftungen engagiert sind, zu jeweils spannenden, interessanten Themen. Und auch die Initiative Vertrauen macht Wirkung, die im Endeffekt Maßgaben und Rahmenbedingungen schafft, anhand von 9 Thesen, wie Stiftungen miteinander und gemeinsam wirken können. Das alles heute als kurzer Einblick, als Abriss in die Stiftungswelt, in die Stiftungslandschaft, zur Verortung des eigenen Engagements, so ein bisschen Aufzeigen von Möglichkeiten. Kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie weitergehen möchten. An der Stelle vielleicht auch für, es haben einige von Ihnen ja auch gesagt, dass Sie für Ihre Non-Profit-Organisation das Thema Stiftung so ein bisschen als Anreicherung, als Ausweitung Ihres Angebots sehen wollen. Wir haben hier im Haus eine sehr enge Zusammenarbeit mit vielen Partnerorganisationen. Die Stiftung Hilfe mit Plan, der WWF zum Beispiel. Da sich das Thema zu überlegen, stifterisches Engagement an meine Organisation zu bündeln, kleine Stifterkreise aufzubauen, gibt es viele Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn Sie Bedarf haben, melden Sie sich jederzeit gerne. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen. Fragen jetzt jederzeit im Anschluss gerne. Besten Dank, Gerrit, für den wertvollen Input. Die Präsentation, die Sie jetzt gesehen haben, die stellen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Dann haben Sie nochmal Zugriff auf all die Informationen und die Link-Tipps. Sie bekommen im Nachgang eine E-Mail geschickt und dort finden Sie dann einen Download-Link. Wenn Sie vielleicht alles noch einmal nachhören möchten, geht natürlich auch. Sie finden im YouTube-Kanal vom Haus des Stiftens dann die Aufzeichnung. Genau, alle Kontaktdaten von Gerrit, die sind dann eben auch in der Präsentation. Etliche Fragen wurden gestellt, aber haben sich schon während des Vortrags mit dem, was du gesagt hast, erledigt. Vielen Dank auch dafür. Wir hatten auch ein paar Rückmeldungen, die direkt Kontakt aufnehmen werden. Das freut uns natürlich sehr. Kommen Sie gerne auf Gerrit zu. Eine Frage aber haben wir auf jeden Fall hier auch noch, und zwar, was ist denn, also wenn man so eine Stiftung gegründet hat und dann eventuell aus welchen Gründen auch immer mal 1 oder 2 Jahre lang nichts machen kann? Andersrum, oder muss ich jedes Jahr was machen, und gibt es vielleicht auch Unterschiede bei den unterschiedlichen Rechtsformen? Danke, Sabine, da kann ich gerne drauf eingehen. Im Grunde zählt für die satzungsgemäße Tätigkeit der Veranlagungszeitraum. Der wird vom Finanzamt vorgegeben. Der Veranlagungszeitraum liegt in der Regel für gemeinnützige Organisationen bei 3 Jahren. Das Finanzamt guckt sich natürlich jedes Jahr für sich an, aber auch 3 Jahre. Manchmal, wenn es Änderungen in Satzungen oder Themen gab, die nicht so gut geklappt haben, wird der Veranlagungszeitraum verkürzt. Dann wird jedes Jahr geprüft.
Es ermöglicht aber auch, und da fällt das Gebot der zeitnahen Mittelverwendung dazu, dass ich auch durchaus Jahre haben kann, wo ich Projekte aufbaue, wo ich keine direkten Förderungen habe, wo vielleicht mein Projektthema sich verschiebt. Und es ist durchaus möglich und es gefährdet nicht Ihre Gemeinnützigkeit, wenn Sie 2 Jahre keine oder wenig satzungsgemäße Aufwendungen haben. Auch das Thema Projektrücklagen trifft da rein. Wenn ich einen großen Neubau plane oder eine große Projektumsetzung, für die ich Geld spare, dann kann ich auch erstmal alles, was ich bekomme, sparen. Hier muss nur das Projekt klar definiert werden, klar budgetiert und auch klar umrissen werden. Das kann ich nicht einfach mal so, ich denke mal, in 3 Jahren habe ich oder in 10 Jahren habe ich. Aber da keine Angst, auch wenn ich in einem Jahr einfach auch aus persönlichen Gründen oder zeitlich nicht dazu komme, ist überhaupt gar kein Problem. Vielen Dank. Und damit ich schaue nochmal auf das Fragenfenster. Sind wir auch schon durch und soweit scheint alles geklärt zu sein. Das war Gerrit Reimann zum Thema Mut zum Stiften und wir hoffen, den haben Sie gefunden. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und ja, bis dahin alles Gute und alles Gute. Dankeschön. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Danke.